Von der Firma Doji habe ich dieses Smartphone Typ S98 Pro erhalten. Es handelt sich dabei um ein sehr robust gebautes Gerät mit einer großen Akkukapazität von satten 6 Amperestunden. Angenehm groß ist auch der Bildschirm mit einer Diagonalen von 6,3 Zoll, entsprechend 16 cm. Das Herunterbeten weiterer Eckdaten werde ich an dieser Stelle beenden. Wer möchte, kann diese auf der Webseite von How Open Is This Gadget nachlesen. Das Angebot zum Test des S98 Pro habe ich wegen der auf der Rückseite verbauten 3 Kameras angenommen, von denen 2 mein Interesse besonders geweckt haben. Eine ist für Nachtsicht mit einer hohen Empfindlichkeit für Infrarotlicht, die zweite, zentral angebrachte, erfasst Temperaturwerte. Das Smartphone wird als sehr robust beworben, im Zuge meiner Tests werde ich diese Aussage aber keinesfalls prüfen. Das S98 Pro wird von mir weder in Wasser getaucht, noch mit Staub eingepudert und auch nicht vom Tisch geworfen. Ich werde mich in diesem Video mehr auf die Sichtweise des Bastlers in mir konzentrieren. Dazu zählt, dass für mich ein Computer auch eine physische Tastatur haben sollte. Bluetooth ist vorhanden, eine Tastatur entsprechend schnell gekoppelt. Per WLAN mit einem Raspberry Pi verbinden, auf dem der Webserver Apache läuft und schon kann mit dem Programmieren eines Roboters begonnen werden. Wird das S98 Pro über das Mobilfunknetzwerk mit dem Internet verbunden, so kann der Roboter auch von ganz, ganz weit weg gesteuert werden. Eine Live-Sendung auf meinem YouTube-Kanal, während derer ihr einen Roboter steuern könnt, auf dem das S98 Pro montiert ist, wird es in nicht allzu ferner Zukunft geben. Damit sind wir wieder beim Thema Kameras. Diese Videosequenz ist mit der normalen rückwärtigen Kamera des S98 Pro aufgenommen. Die Scheinwerfer in meinem Studio generieren reichlich Photonen, bei hellem Umgebungslicht gelingen scharfe Aufnahmen der sich drehenden Dampfmaschine. Reduzieren wir die Beleuchtung, so wird das Bild zusehends körniger, das gilt auch für meine Spiegelreflexkamera, mit der ich normalerweise aufnehme. Da kommt Kamera Nummer 2 ins Spiel. Dies ist besonders empfindlich für Infrarotlicht und liefert auch bei wenig Umgebungslicht noch beeindruckende Bilder, allerdings nicht mehr in Farbe. Die Kamera liefert scharfe Schwarz-Weiß-Videobilder. Wird's in meinem Videostudio so richtig dunkel, so schaltet das S98 Pro automatisch 2 eingebaute Infrarot-LEDs ein, welche die Umgebung beleuchten. Sowohl für meine Studiokamera als auch für das menschliche Auge, welche beide das Infrarotlicht nicht wahrnehmen können, ist mein Studio stockfinster. Die Night Vision Kamera nimmt aber nach wie vor ein kontrastreiches, scharfes Video auf. Umschalten auf Kamera Nummer 3 bringt wieder Farbe ins Spiel, allerdings keine Echtfarben. Es handelt sich um eine Wärmebildkamera, die Temperaturwerte erfasst. Die heißen Bereiche der Dampfmaschine emittieren reichlich Wärmestrahlung und sind somit für diese Kamera helle Lichtquellen. Für Elektronikbastler wie mich ist die Wärmebildkamera ein sehr sinnvolles Werkzeug. Mit einem Blick ist zu erkennen, welche Komponenten auf einem Board im Betrieb heiß werden. In Sachen Rechenleistung erfüllt das S98 Pro zumindest meine Ansprüche vollstens, alles läuft flüssig.
Ich bin allerdings auch kein Mensch, der ständig nach einem Mehr an Speicher, Prozessortakt oder Übertragungsgeschwindigkeit ruft. Full HD Videos abspielen. Beim Surfen scrollen. Oder navigieren über GPS. Klappt alles problemlos. Head northwest on Bergstrasse toward Grabenstrasse, then turn left onto Grabenstrasse. Der große Akku lädt mit dem beiliegenden Netzteil von 10 auf 80% seiner Kapazität in einer Stunde. Das Smartphone und das Ladegerät werden dabei handwarm. ...90% sind nach einer weiteren Viertelstunde erreicht. Für eine Verbindung ins Mobilfunknetz können zwei SIM-Karten eingelegt werden. Wird der Speicherplatz knapp, kann man diesen auch ohne Anbindung an die große Wolke per MicroSD-Karte erweitern, dafür ist ein dritter Platz in der Schublade. Oder man lagert mal eben die geschossenen Fotos und Videos auf einen USB-Stick aus. Auch das funktioniert mit einem kleinen Adapter problemlos, somit bleibt das Gerät auch außerhalb der Cloud ein vielseitiges Werkzeug. Fotos in hoher Auflösung vom S98 Pro sowie mit dem Gerät angefertigte Fotos in voller Auflösung gibt's auf der Webseite von How Open Is This Gadget. Somit könnt ihr euch ein eigenes Bild von den Möglichkeiten der Kameras machen, ohne dass euch dabei irgendjemand etwas vorquatscht. In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!